Schon wieder Giles. Ja, passender Kapitelname für den aktuellen Storypart. Ja Leute, willkommen zurück zu Alandra. Beim letzten Mal haben wir Eileens Traum abgeschlossen. Oder, ja, Eileens multiple Träume, besser gesagt. Mit ein bisschen Hilfe, diesmal wieder ohne Gast. Ja. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, was hier so abgehen wird. Ich muss aber dazu sagen, ja, solltet ihr hier irgendwelche Hintergrundgeräusche hören, so ein ja, leises Bohren oder so, dann bitte ich das zu entschuldigen. Weil wir sind gerade die Handwerker im Haus, besser gesagt zwei Etagen drüber und ich ja, will jetzt aber gerade die Zeit nutzen, um aufzunehmen. Von daher, in der Regel sollte es eigentlich das Spiel übertönen. So, mal wieder Cutscene-Time. Muss ich mal gucken, wo hier ein Haus offen ist. Ah ja, da geht schon die Party ab. Was, Giles? Kann nicht gerettet werden? Alandra, das ist schrecklich. Der Albtraum kam zurück, nachdem du ihn zerstört hast. Und nicht nur das, Septimus. Warum greift Melsas nur nachts an? Warum benutzt er die Albträume? Um uns zu zermürben? Bitte, bitte helft mir. Das ist ein ernstes Zeichen. Wir müssen uns beeilen. Warte, ich glaube, ich verstehe. Was? Meinst du, das ist eine Falle? Melsas terrorisiert das Dorf durch die Albträume. Und was tun die Leute vor Angst? Sie beten zu den Göttern. Oder was für sie Götter halten. Und mit jedem Gebet wird Melsas Macht gestärkt. Ein System der Hölle. Aber seit Alandra hier ist, hat es sich geändert. Die Leute fürchten sich nicht mehr vor den Albträumen, weil es sie beenden kann. Bald wird jeder wissen, dass Melsas der Urheber ist. Sobald die Dorfbewohner aufhören zu beten, schwindet die Macht von Melsas dahin. Denkst du, dass dieser Albtraum dazu da ist, dein Leben oder das von Alandra zu beenden? Ich glaube, Melsas wollte niemand mit den Albträumen töten. Jedenfalls nicht am Anfang. Er hat sie nur benutzt, um die Leute zum Beten zu bewegen. Aber jetzt, wo wir da sind, werden die Albträume tödlich. Sie sollen nicht die Dorfbewohner, sondern uns töten. Aber du hast es schon einmal getan, Alandra. Fall oder nicht, du musst es nochmal probieren. Aber was sollen wir tun, Alandra? Maya hat bestimmt recht. Aber ohne deine Hilfe wird Giles sterben. Naja, stimmt. Du dringst in seinen Traum ein, nicht ich. Es ist deine Entscheidung. Zusehen oder unter Lebensgefahr in den Albtraum eindringen. Also ich würde reingehen, ganz klar. Aber was ist das jetzt für ein Geräusch? Wir warten. Was war das? Hast du etwas gehört? Es sind die Murk. Sie haben uns umstellt. Was, die Murk? Die weißen Affen? Was machen sie hier? Es sei denn... Ich wusste, es war eine Falle. Melsas wird Giles töten, sobald wir in seinen Traum eindringen. Damit könnte Melsas auch uns töten. Es tut mir leid. Ich weigere mich zu glauben, dass es noch einmal passiert. Leute, wir können ihn doch nicht einfach sterben lassen. Septimus, geh mit Kesha nach oben und verbarrikadiert euch. Alandra, Vorsicht da unten.
Na, Giles, ich möchte trotzdem gerne in deinen Traum. Ich möchte dir helfen. So unfreundlich und fies du auch immer zu uns gegenüber warst, aber nee. Denk dran, dass Melsas die Murg befehligt. Bitte sei vorsichtig. Ach, ich muss jetzt erstmal raus in die Murg ab. Ja, abmurksen. Na, yay, One-Hits. Ja, die umherschleichenden Murks sind nur noch lebloser Brei. Und sie waren anspruchsvolle Gegner. ja. Gut, jetzt ab zu Giles. Ich will nicht mit Meyer reden, ich will zu Giles. Hallo? Das wäre das Ende von Melsers teuflischen Plan. Lass uns zusammen in Giles Albtraum eindringen. Ja. Alandra, holst du Septimus und die anderen? Wozu brauchen wir die? Lass uns doch einfach anfangen. Nein! Was geht ab? Was zum... Meyer hat geschrien. Meyer, was ist passiert? Lass uns nach unten gehen. Oh nein. Was? Nein. Nein. Bruder. Bei den Göttern. Der Altraum hat Giles in ein Monster verwandelt. Die Götter haben mir befohlen, dich zu töten, Alandra. Giles, hör zu. Ich bin's. Kisha. Deine Schwester. Du wurdest getäuscht. Melsas ist kein Gott. Er ist ein Dämon, der dieses Land zerstören will. War einfach gegen die Wand geschleudert. Oh, was für ein Monster. Das ist einfach unglaublich. Alandra, alles Menschliche in Giles wurde ausgelöscht. Jetzt können wir ihm nur noch helfen, indem wir ihn töten. Oh nein, nicht auf sie. Kisha? Bist du Kisha? Warum ist das passiert? Wer hat das getan? Was? Ich habe sie getötet? Nein, das war ich nicht. Ich meine, ich konnte es nicht. Ich könnte es nicht. Alandra, warte. Nicht das Schwert. Giles wehrt sich gegen den dummen Dämon. Du warst es, Alandra. Wenn du nicht gekommen wärst, würde meine Schwester noch leben. Schau dich an, Giles, was aus dir geworden ist. Ich war es nicht. Ich nicht. Ich. Die Götter haben es befohlen. Ich war es nicht. Ich habe auch Sybil nicht ermordet. Es war Alandra. Kisha, du bist meine Schwester. Du musst mir glauben. Der Gott, Melsas. Nein, Giles, komm. Oh, sie lebt noch. Giles, bitte. Ich weiß, das bist nicht du. Kämpf gegen das Böse, das deine Seele holen will. Kämpfe mit dem Licht in deinem Herzen. Was? Im Namen aller Heiligen, was ist hier los? Weißt du, wie spät es ist? Du bringst das ganze Dorf durcheinander. Bermond, Giles ist. Er ist tot. Er kämpfte gegen einen neuen Albtraum, der von Melsas kam. Aber er war zu schwach, dem Bösen zu widerstehen.
den er unwissentlich selbst geholfen hat. Er wollte als Mensch sterben und nicht als Diener des Bösen. Er ist für uns gestorben. Jetzt ist wohl alles klar. Melsas ist kein gütiger Gott des Lichts. Er ist die Ausgeburt der Hölle. Aber das ist unmöglich. Wir beten zu den Göttern und nicht zu einem Teufel. Das hätten wir doch gemerkt, oder? Lächerlich. Wir riskieren unser Leben für die Dorfbewohner. Sie glauben uns immer noch nicht. Sie versuchen es nicht einmal. Ist das verwunderlich? Wir waren immer Außenseiter. Wir werden ignoriert, bis es zu spät ist. Maya, sei doch nicht gleich eingeschnappt. Maya spricht die Wahrheit, Bemo. Die Dorfbewohner haben Melsas angebetet. Obwohl sie es unbewusst getan haben, war es Melsas dadurch möglich, die Albträume zu schaffen. Wir haben immer zu den Göttern gebetet. Wir haben darauf vertraut, dass die Gebete uns in schwierigen Zeiten helfen. Was sollen wir tun, wenn wir nicht mehr glauben können? Oh, das ist eine harte Frage. Wenn du Frieden für dieses Dorf willst, solltest du für Alandras Erfolg gegen Melsas beten. Wenn uns die Götter vor dem Bösen retten wollen, dann haben sie ihn dafür auserwählt. Das nächste Opfer. Der nächste Morgen. Giles hat am meisten für die Rückkehr des Friedens gebetet. Aber das hat ihn in die Hände von Melsas gespielt. Beim Einschlafen sind Alandras Gedanken voller Wut und Rache. Der Morgen dämmert viel zu früh für den schlafenden Retter. Jetzt bin ich gespannt, was die Leute dazu sagen. Ganz ehrlich, das wird jetzt interessant. Natürlich ist wieder kein Schwein da. Aber die Häuser sind offen, immerhin. Giles Körper ist verschwunden. Aber wir haben trotzdem eine Beerdigungszeremonie gehalten. Ich wollte dich holen, aber Keisha meinte, du bist zu müde. Dieser Schrecken hört nicht mehr auf, Alandra, oder? Ja, nicht wenn wir langsam storymäßig mal zu Potte kommen. Wir müssen langsam mal wirklich gegen Melsas vorgehen, die Wappen holen. Der gläubigste Mensch in unserem Dorf musste so schrecklich sterben. Wenn seine Gebete schon nicht erhört wurden, dann meine erst recht nicht. Die Götter haben uns ganz offensichtlich verstoßen. Was mich aber ein bisschen irritiert... Ja, wir hatten es erst in der Rückblende mit Jeff gehört. Hat der König nicht vor ein paar Jahren das Beten verboten? Die Leute haben damals zu dem Riesenvolk gebetet, aber hat der König verboten und der Palast ging dann daraufhin im Meer unter. Wann haben die Leute wieder angefangen zu beten und zu glauben? Alandra, ich hab dich gesucht, mein Freund. Hast du Ronan gesehen? Nach den Ereignissen gestern glaubt er, dass Melsas der Gott der Murk ist.
Wenn das stimmt, kämpfen wir nicht nur gegen die Albträume. Wir müssen auch gegen die Affen kämpfen. Ich weiß nicht, ob die Dorfbewohner dafür stark genug sind, Alandra. Ich weiß noch nicht mal, ob ich stark genug bin. Ach, Kopf hoch, Septimus, das waren One-Hits, dann schafft ihr das auch. Ja gut. Die Murg. Die wurden in der Mine ganz zu Anfang groß aufgezogen. Da hat man auch erfahren, dass sie die Wappen auch rauben. Und jetzt gehen wir erst gegen die vor? Ein bisschen spät, finde ich. Keinem Dorf hat es je gesehen, dass die Murg den Wald verlassen haben. Vielleicht sollten wir alle wegziehen. Och, geht doch nicht. Ich krieg doch keine Genehmigung. Hallo, das Thema hatten wir schon. Ronan will, dass ich dich aus dem Dorf schicke, Alandra. Aber ich habe mich geweigert. Ich verstehe nicht, warum er dich loswerden will. Wir brauchen dich jetzt mehr als zuvor. Ja, als je zuvor. Na, Alterchen, was sagst du dazu? Ronan scheint überhaupt nicht traurig zu sein, dass Giles tot ist. Sie waren doch immer wie Vater und Sohn. Das sagt mir auch schon, dass Ronan irgendwie beeinflusst und nicht mehr er selbst ist. Na, Maya, was sagst du? Danke der Nachfrage, aber ich komme schon drüber weg, Alandra. Ja. Solange ich mich an meinen Bruder erinnere, wird er in meinem Herzen leben. Du fühlst sicher das Gleiche für Jess. Ja, könnte man so sagen. Ich habe mir die Murg, die du getötet hast, mal genauer angesehen. Und dabei habe ich das gefunden. Den Baumkristall erhalten. Okay. Die Murgwälder liegen nordwestlich vom Dorf. Sie sind überzogen von dicken, dornigen Büschen. Zu viele für unsere Waffen. Ich weiß das. Wir könnten den Feuerstab aus dem Flammpalast südwestlich von hier benutzen. Aha, aha. Jetzt ist der Story-Zeitpunkt, wo ich diesen Stab auch zwingend brauche. Na siehste! Von wegen, der ist optional, haha. Super! Ja, man hätte ihn viel früher holen können, weiß ich ja jetzt, aber... es gefällt mir trotzdem, dass ich bis zu dem Punkt ohne ausgekommen bin, wo es auch in der Story relevant wird. Gehst du da bitte rein? Ja, danke. Ich kann nicht glauben, dass die Murg uns angreifen wollen. Wie kann ich meine Frau vor Kreaturen schützen, die stark genug sind, um mir die Arme auszureißen? Ja, zur Not Fernkampf, Pfeil und Bogen und so, du weißt schon. Mein armer Mann hat wieder Depressionen. Er spricht dauernd vom Tod, so wie früher. Er ist ein Pessimist. Ja, bei dem, was hier im Dorf abgeht, kein Wunder. Aber irgendwie kann ich die Leute auch verstehen, wenn sie nicht an die Götter glauben können. Also, ja, woran dann? Woran soll man sonst seine Hoffnungen und Wünsche alles reinlegen? Ach ja. Ich will nicht lügen, Alandra. Ich habe mir doch ein paar genehmigt. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Dafür warst du viel zu versoffen. Ich weiß, ich muss dagegen ankämpfen, solange ich lebe. Aber ich werde gewinnen. Ja, viel Glück.
Na, wie geht's dir? Es ist wunderbar, mit nur einer Stimme zu reden. Vielen Dank, Alandra. Vielen, vielen Dank. Ja, wobei mich dein Hintergrund ehrlich gesagt auch interessiert hätte. Wie kamen die anderen drei Persönlichkeiten in dich rein? Da hätte ich wohl früher mal öfters mit den Leutchen hier quatschen sollen, ne? Gut, kleines Haus kann ich knicken. Und ja, Myra haben wir noch. Hallo. Maya ist zu Kisha gegangen. Ja, da war ich schon. Gut. Südwestlich liegt dieser schöne Feuertempel oder Feuerpalast. Meine Zeit ist bald um, Kind. Egal, ob es die Götter gibt oder nicht. Ich hoffe, es gibt einen Himmel für uns. Ja. Ich sag mal so, ich glaub daran. Alter, es ist okay, wenn nicht jeder an die Götter glaubt. Hauptsache, es glauben wenigstens ein paar. Das ist halt die Sache, an welche Götter glaubt ihr? Ihr habt unbewusst zum Elders gebetet. Und ansonsten, naja, welche Götter kennt ihr noch so in der Gegend? Die Kasek haben sich hier gegenseitig ausgelöscht und auch ihr letzter, Nerude, ist tot. Ja, betet doch zu Stenya, die Herrin des Wassers. Wäre das nicht was? Oder so? So, ich habe einen ungefähren Tipp bekommen, wo sich dieser Feuertempel befindet. Ich soll nochmal Richtung Feenteich gehen und dann irgendwo von der Brücke springen. Ja, aber ihr wisst ja noch, wie ich beim letzten Mal hier rumgekrüppelt bin. So von wegen, ja, wo geht's eigentlich lang? Darum werde ich jetzt einfach mal die, ja, auf gut Glück die Brücken abklappern. Tatsächlich. Tatsächlich, es geht. Da kann aber schnell durch. Ja, ich sehe mich jetzt einfach mal ein bisschen weiter um. Wie kann ich wieder raus? Ah, und da ist ein Portal. Da ist ein Portal. Das hätte ich gerne. Weil ich glaube, das habe ich noch nicht. Warum ich das da nach links geschwommen bin? Weil, ja, einfach so. Den anderen Weg hatten wir, glaube ich, doch schon mal wegen Feenteich und so, oder? Naja, ich habe mich einfach südwestlich gehalten. Ja, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ein paar Säulen. Noch ein Weg hier. Ja, ich hätte aber auch bei der anderen Stelle an Land gehen können. Wäre ich jetzt da drüben. Erstmal gucken, was es hier noch so gibt. Noch eine Wasserstelle. Hier oben ist nix. Ja gut, aber wenn hier noch eine Wasserstelle ist, dann ist auch hier nicht wirklich was Besonderes, denke ich mal. Aber ein Haus, aber ein Haus. Komme ich da auch irgendwie hin? Nee, sieht nicht so aus. Da könnte ich wieder ins Wasser springen, aber es würde mich nicht groß zu was Neuem bringen. Da ist ein Busch zum Abfackeln. Mal lass mich durch. Ja, komm. Machen wir's. Wir springen von der Brücke. Allerdings möchte ich. Oder? Ich guck erst mal hier. Da ist auch ein Busch. Ich komme hier irgendwie.
Irgendwie kam ich doch dann da hoch, oder? Ah ja, gut. Ich höre hier schon das Meeresrauschen, das heißt, da ist zu tief, denke ich mal. Darum gehe ich wieder hier lang. Dürfte ich wieder zum Portal kommen, oder? Ne, hier war das... Ah, genau, genau. Ich glaube, ja. Hier wollte ich doch zuerst rein. Oder? Ja, gut. Jedenfalls südwestlich. Dann latschen wir halt mal da runter. Und ist gerade verdächtig ruhig. Sind die Handwerker gerade fertig oder machen die Pause? Keine Ahnung. Ach, hallo Bäumchen. Ah, spuck mich nicht an. Dann lasse ich dich halt in Ruhe. Na komm her, ich habe einen schönen Stein zum Spielen für dich. Fang! Ah, natürlich zu kurz. Achso, jetzt bin ich genau auf der anderen Seite von dem hier. Dann... Ja... wenn wir schon mal da sind, können wir auch mal die Höhlen abchecken. Segne den Zerstörer des Bösen, das sich im Wasser verbirgt. Was? Den Zerstörer des Bösen segnen? Hallo Fischis! Gibt's was, wenn ich euch hier wegklatsch? Ihr seht so verdächtig aus, ihr bewegt euch ja gar nicht. Na komm, hab dich. Hab dich. Na komm. Ey, das war ein Treffer. Hab's genau gesehen. Gehen wir einfach hierher. Und das war's. Ja, immerhin, immerhin. Ihr seht, ich habe mich bei dem letzten Traum noch nicht wieder aufgefrischt. Kriege ich ein paar Items wieder. Und hier ist noch ein weiterer Ausgang. Der mich an die Küste bringt. Ah ja, da ist die Brücke, wo ich vorhin nicht runterspringen wollte. Jetzt sind wir schon mal hier. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Noch eine Höhle, aber warte mal, mir kommt da gerade was anderes. Ja Mensch, wenn ich schon mal hier bin. Okay, weiter nach links kann ich nicht. Mhm. Viele, viele Höhlen. Ah, zu der werde ich nicht hinspringen können. Ne? Ah. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin oder so, aber... ja. Irgendwann muss ich halt mal Welterkundung machen, hm? Aha. Ey. Egal in welchem Spiel, ich hasse Mimics. Lass gut sein, Leute. Ja, gut, komm. Dann nehmen wir die Höhle auch noch mit. Ah, dann könnte ich da... Okay, dann käme ich da darüber, aber nicht mehr zurück. Okay. Hier brauche ich meinen Knüppel. Knüppel aus dem Sack und das sieht sehr lustig aus hier. Ja. Da ist ein Hebel und da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Yay. Und nochmal zurück. Plattformspielchen, das mache ich schon lange nicht mehr. Da wollte ich zu viel.
Hätte ich doch mal warten wollen. Ja, seht ihr das? Genau da oben, da treffen die sich sowas von gut. Ja, Leute, ich werde jetzt noch gucken, wo die Höhle hinführt und dann, ja, mal den Part langsam beenden. Ja, wenn das jetzt hier nicht irgendwie zu was, Sinnvollen führt, such mal den nächsten Part weiter. Hier ist schon mal ein Ausgang. Mit noch mehr Höhlen-Action. Wo führt das hin? Und am Ende stehe ich vor dem Busch. Passt auf. Kommt, ich habe mein schönes Schwert wieder. Danke. Immer her damit. Dadurch spare ich Geld, dass ich eventuell noch im Moment. Irgendwie versteckter Durchgang oder so? Nee. Hätte ja sein können. Nach dem Feenteich bin ich mal extra misstrauisch. Und hoch da! Lass mich raten, auf zur nächsten Höhle. Nee, wir sind wieder draußen. Wo sind wir denn hier? Ach, aber das, was wir vorhin schon gesehen haben. Ach so, ach so. Aber hier sind auch wieder Büsche. Wer wohnt hier? Das nenne ich einen Jackpot, Leute! Woohoo. Ja. Der wunderbar, da können wir beim nächsten Mal hier direkt hier mit den Rätseln einsteigen. Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.